Und guten Morgen an alle, die jetzt schon dabei sind oder die noch dazukommen. Es ist Sonntag, es ist kurz nach 11. Wir sind 3 Minuten zu spät, sorry. Und wir starten wieder in unseren Sonntagstalk mit dem zweiten Kaffee und einer Blumenpflanzentasse diesmal. Diesmal nicht Tee, ich habe ganz Besonderes. Guck mal, erkennst du es? Es ist auf jeden Fall was Amerikanisches. Das ist richtig. Nee, sag. Ich gebe einen Hinweis: Es ist die Rückseite der 5-Cent-Münze. Ach du Da Schande. das Gebäude drauf. Monticelli, das Wohnhaus von Thomas Jefferson. Oha, okay. Durch Nee, den guck mal, Kaffee. wieder Bildungssonntag, wieder was gelernt. Sehr schön. Metin, congratulations sozusagen. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest nämlich gestern Abend, gestern Mittag als Bundestagskandidat für deinen Wahlkreis aufgestellt. Ja, das Yay. stimmt. Also, man meint irgendwie so, das ist vielleicht irgendwie keine so große Sache, weil ne, du bist jetzt schon auch nicht erst seit gestern Bundestagsabgeordneter, aber das ist schon eine Sache, weil auch wenn ne, das sehr, sehr klar war, dass du wieder aufgestellt wirst, das ist trotzdem immer eine Anspannung. Und du hattest ja, wie viele andere, die jetzt nominiert werden, auch die Situation, ne, dass das eben alles anders laufen musste, aufgrund von Corona keine Versammlungen möglich waren und das jetzt bei dir so lief, dass ihr gestern online abgestimmt habt mit den Delegierten über Ja. verschiedene Programme, die auch die SPD da eingeführt hat und das Ganze jetzt aber nochmal ganz formell per Briefwahl bestätigt werden muss. Also in Zeiten von Corona auch Aufstellungen gar nicht so einfach. Aber du bist aufgestellt, herzlichen Glückwunsch und jetzt auch Kandidat oder bald ganz offiziell Kandidat. Na, ich bin offiziell noch nicht Kandidat, sondern das wird dann nachher, also Bald. das wird per Briefwahl gemacht und dann in der Genau. ersten Aprilwoche gibt es dann so einen Verkündungstermin, dann ist man das. Das ist für Leute, die nicht in der SPD sind, total, also ist das schwer zu erkennen, was jetzt das Besondere an der Veranstaltung ist. Aber es ist eben dieser letzte Schritt, bevor im September die Bundestagswahl ist. Und gestern war es wirklich, also heute ist es egal, aber gestern war es wirklich große Anspannung. Es war wirklich große Anspannung. Also ich kann das gar nicht erklären, obwohl das am Rande einer Formalie war. Wobei dazu kam gestern, dass das ja, ja, online passiert ist. Online heißt, dass wir im Kurt-Schumacher-Haus waren mit insgesamt 6 Personen, also die 3 Kreisvorsitzenden und dann noch 3, 4 Leute für die Technik. Und die haben das dann sozusagen übertragen an die Delegierten zu Hause, die dann abgestimmt haben. Und das war, technisch ist das übrigens alles, Sebastian ist ja heute hier auch für uns verantwortlich für die Technik, der war ja auch dabei. Technisch ist es einwandfrei gelaufen. Ja? Das war meine allergrößte Befürchtung, dass dann irgendwie was nicht funktioniert oder so. Das war alles überhaupt gar kein Problem. Aber trotzdem ist digital einfach doof. Also es ist einfach doof. Ja. Also ich habe dann auch viele Fragen bekommen. Es ist eine sehr lebhafte Partei im Hamburger Süden. Wahrscheinlich genauso lebhaft wie im Hamburger Norden. So, und ich kriege gerade die Nachricht, dass, ja, wir sind noch online. Und dass ganz viele Fragen gestellt wurden. Und dieses Frage-Antwort, wenn man in einer Zoom-Konferenz, einem Zoom-Webinar, nur die Fragenden sieht und danach die Antwort, also man kann nicht mehr irgendwie sich nochmal vergewissern, habe ich die Frage richtig verstanden und so. Das war wirklich schwierig. Also es war wirklich schwierig. Also das würde ich freiwillig nicht nochmal machen, so ein Format. Und Ja. die Vorbereitung war übrigens, also am Ende ist das so, ich glaube auch, für uns kandidieren, wir stellen uns da ja hin vor die Kamera, statt vorne ans Pult und so weiter. Aber für die Mitarbeiter, also es sah von außen so aus, das sei das deutlich mehr Arbeit als bei einer Präsenzveranstaltung. Das war so ein Das Riesenaufwand, das fehlerfrei über die Bühne zu kriegen. Und wenn irgendwas schiefgegangen wäre, hätten ja alle auf die eingeprügelt. Also das war also eine sehr, sehr, sehr gute Notlösung, aber eine Notlösung. Gestern hatten ja auch noch die kompletten Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen ihre Aufstellung und Was? da habe ich sehr interessante Formate gesehen. Also Lars Klingbeil hat das gemacht, so wie eine Art Autokino. Autokino. Also ne, der, ne, also schöne Grüße an Lars. Er kommt ja aus dem Heidekreis, auf so einem Landgasthof sozusagen eine Bühne aufgebaut, Autokino. Unser Kollege Falco Moos aus Wolfsburg war im Eishockeystadion gewesen, auch sehr besonders.
Und wer hat es noch gemacht? Ich glaube, einige andere waren wieder auf dem Fußballplatz. Also gab es schon sehr interessante Bilder. Aber also Haken dran, wir stürzen uns in den Wahlkampf dann. Und jetzt fehlen noch zwei von unseren Hamburger Wahlkreisen, Altona und Mitte. Und dann geht's richtig los. Also erstmal moin an alle, die jetzt schon reingekommen sind. Moin, moin Bernd zum Beispiel. Und ja, Mädchen, wir haben nächste Woche wieder Berlin-Woche. Und wir haben eine Woche, wo die Ministerpräsidentinnenkonferenz wieder tagt. Übrigens Ja. fälschlicherweise nicht am Dienstag, sondern schon am Montag, also morgen. Ja. Und wir haben jetzt ja auch in Hamburg vor 2 Tagen erlebt, dass die ganz vorsichtigen ersten Öffnungsschritte aufgrund auch der Entwicklung der Zahlen jetzt wieder zurückgenommen werden mussten. Also mich würde einmal interessieren, wie auch so bei dir, so vor Ort oder so in deiner politischen Arbeit, wie das bewertet wird und welche Erwartungen du hast, so auch an das, was morgen passiert. Und was ich doch schon erstaunlich finde, und das, naja, das deckt sich halt nicht immer auch mit E-Mails, die man kriegt oder wenn man mit Leuten redet, die sofort wieder aufmachen wollen, weil ja auch das Hamburger Abendblatt regelmäßig Umfragen macht, ne? Also befürworten sie Ja, irgendwie was muss? das Hamburg. Und die allermeisten Leute sagen, ja, sie befürworten, dass wir auch wieder Lockerungen Ja, wir sind zurückbekommen. drin, wir sind drin. So, mich hat gerade Sebastian angerufen, der ein technisches Problem hat, sagt er. Aber ich sehe uns. Alles Alles gut. gut, genau. Wir machen einfach weiter. Genau, schicke ihm mal eine SMS, dass wir weiter sprechen und dass wir auch online sind. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sagt natürlich jede Woche das Gleiche. Ja? Die einen sind furchtbar, wollen unbedingt, dass alles zugemacht wird und auf Nummer sicher gegangen wird, und die anderen wollen das öffnen. Aber es ist schon ein bisschen anders. Ich war gestern, also ich habe zwei Sachen gemacht letzte Woche, neben dem ganz normalen Krimskrams, der außergewöhnlich war. Einmal haben wir jetzt auch zwei Testzentren in Wilhelmsburg. Yes, sehr Und gut. das hat ja lange gedauert und so weiter, will ich jetzt gar nicht erzählen. Aber es war interessant zu sehen, wer denn nun hingeht und sich testen lässt. Und das war interessant, ja. Da waren wirklich Leute am Anfang, jetzt geht das ja nicht, am Anfang der Woche, die sozusagen ein Testergebnis haben wollten, weil sie damit irgendwas machen wollten, ja. Waren übrigens vor allen Dingen Frauen, die irgendwas mit Kosmetik machen wollten. Also da, als ich da war, nur mal als Beispiel. Und das ist wirklich, finde ich, ein Beispiel für normales Leben irgendwie, da mit körpernaher Dienstleistung, irgendwie sowas. Aber auch viele, die einfach nur vorbeigekommen sind und gesagt haben, so, ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich überhaupt positiv bin oder nicht. Also ohne, dass sie da irgend so einen Plan hatten. Und in Anführungsstrichen normale Menschen, was sind in einer Demokratie, sind alle normale Menschen, ja, die vorbeigekommen sind und einfach nur zum ersten Mal überhaupt, also ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich getestet wurde in den letzten 12 Monaten, weil ein Ja. paar Mal. So, und dann Menschen, die vorbeikommen und die noch nie getestet wurden und auch noch vielleicht war ich ja schon im April letzten Jahres, habe ich mich schon angesteckt. Oder. Das war auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, dass die mit so einem Testzentrum überhaupt sozusagen im Vorbeigehen konfrontiert wurden. Das war ganz interessant. Also in Kirchdorf Süd war das ganz interessant, weil es wirklich mitten in sozusagen auf dem Dorfplatz, mitten in der Großraumsiedlung, weißt du, mit Hochhaussiedlung drumherum und in der Mitte Testzentrum. Das war echt spannend, so. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht statistisch ausgewertet, das ist nur ein Bauchgefühl, dass das alle ganz doof finden. Also gerne, niemand hat gerne Lockdown. Also keiner findet das klasse, wie die Lage ist. Aber es besteht so ein Grundverständnis dafür, obwohl man nicht alle Details der epidemiologischen Lage verstanden hat. So will ich es mal formulieren. So, das ist das eine. Das andere ist, ich war gestern nach der Aufstellung, hatte ich einen Termin in Harburg im Phoenix Center. Kennst du das Phoenix Center? Beim Ja, Harburger klar. Natürlich, Ja. kennst du das. So, und bist ja vom Fach. So, und da habe ich mich von der Center Managerin, wir haben das abgesprochen, den Termin einmal rumführen lassen, um zwei Dinge zu machen. Einmal sozusagen deren Konzept, deren Hygienekonzept, mir das einmal anzuschauen. Und zweitens auch mal ein bisschen mit denen, das sind ja unterschiedliche, das ist ja ein dick Mediamarkt ist da drin, aber das sind auch inhabergeführte Einzelgeschäfte. Die Mischung ist da ja sehr Genau. unterschiedlich. Und das war natürlich super interessant, ja, wo die gerade stehen. Das kannst du dir ja vorstellen, ja. Also gibt es auch Krisengewinner. Also Mediamarkt hat sich da, glaube ich, eine goldene Nase verdient mit Elektrogeräten in der Krisenzeit, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dann eben kleine Einzelhändler, was weiß ich, Franchise-Unternehmen, Arco, das Schokoladenkuchen, die einfach, wo dann 60% der Kundschaft einfach weg sind.
ganz interessant. Also das war spannend zu sehen, wie die sich die Zukunft vorstellen, dass sie so einen Laden vielleicht mal in Zukunft zum Beispiel mit einem besseren Testsystem öffnen können. So, und da habe ich jetzt erwartet, dass ich total verprügelt werde. Ne? Also die Politik, die Läden zumacht und wir gehen alle pleite. Zuerst, die Stimmung ist super angespannt, das kann man auch nicht schönreden, aber es gibt trotzdem ein Grundverständnis für die Lage. Also weil auch mittlerweile auch, ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, da, der dann Ladengeschäft hat, weil dann auch in der Familie Leute angesteckt sind, wo es nicht immer glatt läuft mit dem Verlauf und so weiter. Also das ist so ein, ja, das bleibt so ein schwebender Zustand, so die waren alle sehr, sehr freundlich, aber die ihr eigenes Unternehmen haben, die gucken da anders drauf als die in Kurzarbeit sind. Das ist so. Ich finde das auch okay, dass das so ist. Dann haben wir uns nochmal über einzelne Hilfen ausgetauscht und so weiter. Ne? Da ging es auch wieder um die üblichen Themen, die du auch kennst, mit nur von Novemberhilfe bis Überbrückungsgeld 3 und so weiter. Naja. Aber in erster Linie ging es in dem Termin um Teststrategien, die es möglich machen könnten, Inseln der Öffnung aufrechtzuerhalten. Das finde ich ganz spannend. Und vielleicht können wir das auch mal bei einer anderen Sendung machen, digitale Lösung für die Tests. Also ich habe da interessante Formate gesehen, wo vielleicht mehr drin ist. Ja. Aber ich will das noch nicht überbewerten, ich will mir das erstmal ganz genau angucken. Das habe ich so gemacht. Also die MPK alle gucken auf Montag, aber gleichzeitig wissen eigentlich mehr oder weniger alle, was kommt. Also ich habe jetzt, die Frage geht jetzt an dich. In Hamburg ist die Wahrnehmung so, Peter Tschentscher hat sozusagen schon Freitag die Notbremse gezogen. Das heißt ja auch Notbremse in dem letzten MPK-Beschluss. Steht ja Notbremse drin. Also, aber andere Bundesländer ja nicht. Also ich habe jetzt gesehen, weil das ja nach den Zahlen, nach den Inzidenzzahlen geht. Und es gibt ja Bundesländer, wo die Inzidenzzahlen nicht über 100 sind. Und die machen jetzt den nächsten Schritt. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und ob das morgen eine Rolle spielt, weißt du? Also ob dann das wieder ein Klein-Klein der Bundesländer gegeneinander ist. Und dann letzter Punkt, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, ist Osterferien. Ich höre von einigen Bundesländern, die sagen, man muss unbedingt überall in Deutschland Osterurlaub machen und anderen nicht. Also ich finde, die Probleme bleiben sehr mannigfaltig, sage ich mal. Ja, Punkt. das war jetzt ganz viel. Vielleicht mal so ein bisschen zu dem Thema, machen wir eine bundeseinheitliche Strategie oder gucken wir uns einzelne Bundesländer an? Also, ne, falls ihr es vielleicht seht, mein Setting ist hier heute ein bisschen anders, weil ich nämlich mein Homeoffice die letzten Tage zu meinen Eltern in die Pfalz verlegt habe, mit negativem Corona-Test im Gepäck. Und bin hier mitten im Pfälzerwald, wo eine andere Inzidenz herrscht als in Bayern zum Beispiel, in einigen irgendwie oder auch in Hamburg. Und Rheinland-Pfalz hat, glaube ich, im Moment eine Gesamtinzidenz von um bei 70 oder 73. Das heißt, dort sollen jetzt ab nächster Woche auch wieder Außengastronomiebereiche aufgemacht werden. Also auch ne, mit nur vorheriger Anmeldung und negativen Corona-Test. Aber immerhin, die wagen sich jetzt. Und also Außengastronomie ist dort einfach auch ein ganz wichtiger gastronomischer Teil. Ne? Die wagen sich jetzt so an den nächsten Schritt ran. In Hamburg ist es, glaube ich, etwas, was undenkbar ist im Moment, was überhaupt nicht diskutiert wird und was nicht realisiert werden kann. Das heißt, da haben wir jetzt schon mal nur den einen kleinen Fall, dass unterschiedlich dann entschieden wird. Dann das Thema Osterferien, also ne, Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern, Ostern für die ganze Tourismusbranche und MECPOM lebt eigentlich fast nur von Tourismus. Unglaublich wichtig, was macht man jetzt damit? Ich kann es da auch noch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Meiner Meinung nach, das Einzige, was man jetzt wirklich weitermachen kann und muss, ist Teststrategie weiter auszubauen, natürlich Impfung weiter auszubauen, aber gerade das Testen, Möglichkeit Schnelltest, Möglichkeit der Digitalisierung nutzen, das muss jetzt gerade in den nächsten Wochen auch in Bezug auf Ostern, aber Ostern ist ja eigentlich schon bald, das muss jetzt einfach nochmal ganz verstärkt ausgebaut werden. Und ich kann mir offen gesagt nicht vorstellen, dass wir eine Regelung für 16 Bundesländer finden, respektive, letztes Mal hatten wir es ja auch gesehen,
Die MPK ging auseinander und noch nicht mal 24 Stunden später hatte Schleswig-Holstein dann beschlossen, dass jetzt doch schon wieder Garten, Baumärkte und irgendwie Tierparks und so weiter aufmachen. Ne? Also ich glaube, das werden wir nicht mehr hinkriegen. Aber ich sag nur einen Satz dazu, weil ich auch nicht die Lösung auf alle Fragen habe. Aber die Menschen, die mir so begegnen, sind hin und her gerissen. Aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn man das gemeinsam präsentiert würde in der MPK. Ja? Also wenn die Ministerpräsidenten, die Bürgermeister, wenn die da nicht im Streit auseinandergehen, weil das auch ein ganz klar der Ort ist, wo auch Orientierung geschaffen wird, wie es in der Krise weitergeht. Ja, bei aller Unterschiedlichkeit. Die dürfen sich dann nicht gegenseitig beschimpfen, wenn sie da rausgehen. Das finde ich unmöglich. Und ich will auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber die Reihenfolge, erst die Öffnung zu verkünden und dann die Tests zu machen, das war jetzt mal vorsichtig formuliert. Ich bin noch nicht restlos davon überzeugt, ob eine sehr gute Teststrategie uns wirklich so viele Öffnungen herbeiführen kann. Ich bin davon noch nicht überzeugt, aber so klappt es natürlich auf gar keinen Fall. Also das hätte man besser vorbereiten können und besser vorbereiten müssen. Für die es nicht wissen, in Hamburg läuft das mit den Testzentren relativ gut. In anderen Bundesländern läuft das richtig, also wie beim Golf würde man sagen, unter Paar. Ja? Also diese Abstimmungsprobleme, und ich habe irgendwie den Verdacht, dass das Gesundheitsministerium wieder irgendwas damit zu tun hat, aber das müssen die auf die Kette kriegen, sonst sind am Ende alle durch. Also das wünsche ich mir für morgen. Tja. So, dann habe ich noch was draufstehen auf meiner Liste. Landtagswahlen bei dir. Du bist doch da, also du bist doch jetzt in einem Bundesland, wo gewählt wurde, richtig? Ja, genau. Gut gewählt wurde. Also haben wir ja letzten Sonntag letzten Sonntag hatten wir den Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, Daniel Stich, quasi kurz vor den Wahlergebnissen. Und die Wahlergebnisse waren toll. Also ne, Malu Dreyer wurde wieder gewählt. Die Kolleginnen und Kollegen hier haben einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und es wird wieder eine Ampel in Rheinland-Pfalz geben. Die funktioniert dort ziemlich gut, muss man sagen. Auch sehr besonders, es wird wahrscheinlich die erste Ampel werden, die von drei Politikerinnen geführt wird, weil alle drei quasi, also SPD, Grüne und FDP hatten Spitzenkandidatinnen. Und gut, was in Baden-Württemberg rauskommt, ne, ob sich Kretschmann jetzt nochmal an Schwarz-Grün irgendwie oder Grün-Schwarz vielmehr wagt oder auch eine Ampel möglich ist, das muss man sehen. Da habe ich im Moment zu wenig Einblick drin. Aber wir können sagen, das war kein guter Tag für die CDU. Und wir haben erstmals eine Machtperspektive, eine Regierungsperspektive, klingt besser, ohne die CDU. Das ist bei denen auch angekommen und das ist bei uns angekommen. Und das ist etwas, woran wir jetzt schlicht weiterarbeiten müssen. Aber dass jetzt quasi das Kanzleramt automatisch der Erbhof der Unionsfraktion oder Unionsparteien ist, spätestens nach letztem Sonntag ist diese Geschichte auserzählt. Ganz klar. Erst nochmal eine Nebenbemerkung zu Baden-Württemberg und die Ampel da, ja, weil das ja die viele Hamburgerinnen und Hamburger interessiert, das ja nicht so doll, welche Koalition da irgendwie. Der Grüne hat da gewonnen, aber nur mal, ich beobachte in Berlin, dass unsere grünen Kolleginnen und Kollegen mir die ganze Zeit sagen, doch, da gibt es eine Ampel, wir wollen das. So, und dann sehe ich aber irgendwie da die Landesgrünen, die dann sagen, nee, wir gucken uns das an und vielleicht regiert man auch mit zwei Parteien besser als mit dreien. Kann es sein, ich stelle eine Frage über die Grünen in Berlin, über die Hauptstadt Grün, kann es sein, dass die sich das mehr wünschen als die im Ländle, weil die sozusagen auch sehen, dass sie, wenn sie sich an die CDU ketten im Wahljahr, dass sie da am Ende richtig, richtig auf den Kopf kriegen? Also, weil in Berlin, so geht es mir, ich frage dich, ich habe keinen einzigen Grünen getroffen in Berlin, nicht einen, der gesagt hat, klar, machen wir eine Ampel in Baden-Württemberg, klar. So, und jetzt ist das völlig offen. Also das ist, in Baden-Württemberg ist echt jetzt richtungsentscheidend. Ne? Also Rheinland-Pfalz, Ampel, Haken dran. Ne? Aber wie sich jetzt die Grünen in Baden-Württemberg entscheiden, das wird richtungsentscheidend sein, auch für die Strategie bei der Bundestagswahl. Das finde ich jetzt schon höchst, höchst spannend. Und natürlich, das eine ist quasi die Entscheidung, das ist immer mal die pragmatische Entscheidung, ne, des Regierens, also nach dem Motto, wir kennen uns, ne? Und wir machen das jetzt irgendwie so weiter. Aber ich glaube, da ist Kretschmann auch in einer anderen jetzt Verantwortung, weil die Entscheidung jetzt nicht nur fürs Ländle
in diesem Wahljahr, in diesem Bundestagswahljahr geschaffen wird. Also höchst spannend. Ich höre im Moment relativ wenig darüber, was ich in dem Fall so interpretiere, dass die jetzt wirklich sich sehr ernsthaft Gedanken machen, genau welche dieser Richtungsentscheidungen sie dann treffen möchten. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass der Kretschmann sich da irgendwie reinquatschen lässt, aber bin ich echt gespannt. Ich glaube, also klar, ne, starker Mann, starker Landesvater, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe noch, Gott, wir haben ja schon fast 11:30, ich habe noch, wenn wir einmal nach Hamburg zurückkommen und auf das Thema Öffnungsstrategie, ja, nein, okay. Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, so ein bisschen Follow-up. Wir hatten uns ja auch schon hier mit unserem ganz wunderbaren Finanzsenator Andreas Dressel hier unterhalten, auch zum Thema, wie geht es weiter in den Innenstädten und Stadtteilzentren. Ich hatte nämlich letzte Woche einen runden Tisch, wo ich die Interessen und Werbegemeinschaften aus meinen Einkaufsquartieren, Stadtteilzentren eingeladen habe, auch mit Andreas Dressel zusammen. Die haben auch einen 17-Punkte-Forderungskatalog gestellt, weil uns allen klar ist, die Krise wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Sie wird irgendwann vorbei sein. Und auch dann, ne, möchte ich, dass bei dir irgendwie eine Lüneburger Straße in Harburg und bei mir ein Erdkampfsweg in Fußbüttel noch weiter funktioniert. Und dafür muss jetzt viel getan werden. Und was jetzt das Land Hamburg macht, das finde ich sehr gut, hatte Andreas ja damals angekündigt, dass es diesen Quartiers- oder quasi Fonds gibt, Neustartfonds, wo die City und auch die Stadtteilzentren Gelder beantragen können für Aktionen, für Veranstaltungen, für Marketingmaßnahmen. Das bringen unsere Kolleginnen der Bürgerschaft nächste Woche auf den Weg. Und was jetzt, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtigen Punkt, es gibt jetzt doch durchaus schon den einen oder anderen Leerstand. Das ist erstmal auch, also blöd, wenn da ein Laden rausgeht. Und zweitens, Leerstände können auch im Stadtbild so eine Art, sagen wir mal, Abwärtsspirale dann in Gang setzen. Und zusammen mit der Kreativgesellschaft Hamburg und der Kulturbehörde soll es jetzt auch dann eine finanzielle Mietunterstützung geben für Zwischennutzungen. Also Beispiel, wenn aus deinem Stadtteil Künstlerinnen und Künstler dort irgendwie eine kleine Ausstellung machen wollen oder andere, die ein Konzept haben, mal für ein halbes Jahr lang dort irgendwelche Sachen verkaufen. Also jetzt nicht irgendwie den langfristigen Gewerbemietvertrag, den du dafür 5 oder 10 Jahre dann irgendwie schließen musst und dann du sagst so, okay, ich habe jetzt was, wo ich in ein halbes Jahr oder so reingehen kann, damit das Ding eben nicht leer steht. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und in der Zeit sich dann vielleicht auch andere Mietinteressenten dann finden können. Das wird jetzt alles in einem großen Antrag verpackt, dann nächste oder übernächste Woche in der Bürgerschaft beschlossen, plus noch viele andere Sachen, also auch für Außengastronomie fallen die Gebühren weg, auch für 2021. Mit dem Hamburger Schaustellern wurde wieder gesprochen, dass die auch kostenlos dann ihre Stände aufstellen können. Also so viele kleine Punkte. Und wir haben jetzt beschlossen für Nord, auch mit der Bezirksversammlung zusammen, dass wir jetzt in jedes einzelne Einkaufsquartier reingehen müssen. Und das finde ich eigentlich eine gute Blaupause für ganz Hamburg. Und uns angucken, wo sind die Herausforderungen? Also kann ja auch im Kleinen sein, dass hier mal eine Parkbank fehlt, dass Mülleimer fehlen, dass mal ein bisschen Grünpflege gemacht werden muss, sich angucken, wo sind denn Baustellen, also Straßenbaustellen, ne? Müssen die jetzt sein, kann man die nicht irgendwie verschieben, wie ist irgendwie der Ladenbesatz, gibt es irgendwelche Mietverträge, die auslaufen und man dann quasi wirklich so einen Plan hat für jedes Quartierszentrum und sich anguckt, wo man ansetzen muss. Finde ich eine gute Idee, bedeutet viel Arbeit, aber ich glaube, man muss es wirklich jetzt machen. So, das war jetzt viel von mir, aber das fand ich mal so wirklich ganz konkrete Punkte, wo wir jetzt weiter dran arbeiten können. Ich hoffe, dass das steht, wenn das Wetter besser wird und so durch den Klimaumschwung, also durch den Wetterumschwung, dass da ein paar Sachen mehr möglich sind, ne? Insbesondere in der großen Gastro. So, ich lese gerade von Sebastian, dass er ausgerechnet jetzt nicht da ist. So, jetzt überlege ich gerade, wie wir das anders machen, weil er sollte ja eigentlich du wolltest ja irgendwas zeigen, erzähl mal. Ich wollte ein bisschen was zeigen, genau so. Ihr seht jetzt, das ist alles live und manchmal ist live ist live, also sozusagen, ne? Ich glaube, zum allerersten Mal haben wir ein bisschen Technikprobleme, es sei uns verziehen. Also, genau, kurzer Cut. Wir wollten so ein bisschen, um euch einzustimmen auf den Wahlkampf, so eine kleine Sneak Preview machen zu unserer Wahlkampagne und auch den Wahlplakaten. Also
keine Angst, ich verrate jetzt nichts, was nicht schon öffentlich wäre, und wollten euch zeigen, wie die Farbgebung aussieht. Da war nämlich auch schon einiges bei Twitter rumgegangen die letzten Wochen. Aber glaube ich, im Moment können wir das nicht machen. Das heißt, wir heben Warte mal. Vielleicht, für die nächsten Wochen vielleicht. Auf oder Meeting kann das jetzt machen. Nee, ich habe gerade geguckt. Sebastian hat das, glaube ich, so. Ich kann den Bildschirm nicht teilen. Das habe ich ihm gerade versucht zu checken. Deswegen haben wir nicht. Ich habe es hier aber auf meinem anderen iPad. Soll ich es mal so einmal versuchen, in Kamera zu zeigen? Oder wollen wir es professionell präsentieren? Ich glaube, lass uns dann steigern wir noch so ein bisschen den Spannungsbogen. Lass uns das doch irgendwie nächste oder übernächste Woche machen, weil auch das gehört jetzt ja dazu. Also wir neben unserer täglichen Bundestagsarbeit sind wir natürlich dabei, unsere Kampagnen aufzustellen. Und ihr wisst, Bilder sind ganz wichtig, also ne, unsere Bilder und natürlich auch, wie sie wirken. Und das wird, also eine kleine Überraschung, das wird toll. Okay, wir können sie ja nicht zeigen, aber also das ist ja, wir haben, also es werden Schwarz-Weiß-Fotos am Ende sein von Olaf und von den Kandidierenden. Wir zeigen da so, soll ich sagen, Abweichungen davon, ja, so Interpretationen davon. Aber dein Fotoshooting war doch schon, Doro. Und ich darf dir auch, ja. Meinst auch, aber ich frage dich ganz subjektiv, bist du zufrieden, das ist ja eine wichtige Frage im Leben einer Kandidatin, im Leben eines Kandidaten, bist du zufrieden mit den Fotos? Es kommt wieder so eine politische, typische politische Antwort, sowohl als obwohl. Also, sie sind sehr anders. Man muss sich dran gewöhnen. Ich finde die Fotos sehr cool, ich finde die Bildsprache sehr cool. Und das ist ja so, also Foto, es wird ja doch durchaus noch nachbearbeitet. Also nicht, dass jetzt alle unsere Falten oder so weggemacht werden. Ne? Wir sollen ja auch echt aussehen. Aber es ist sehr anders. Ich find's ziemlich gut. Also es wird nicht nur schwarz-weiß sein, sondern es wird sehr viel Rot zu sehen sein. Also Rot ist die Farbe der SPD. Und das wird sehr viel deutlicher werden in diesem Wahlkampf, auch auf den Plakaten. Und insofern, glaube ich, können wir uns schon alle drauf freuen. Doch. Okay, vielleicht reden wir da nicht länger drüber, weil man sie sehen muss. Aber ich habe das, ist ganz schwer, sich das vorzustellen, sozusagen, wie das nachher am Ende auf der Straße aussieht, wenn das nicht das normale Plakat ist. Es sieht wirklich anders aus als sonst, das kann man, glaube ich, sagen. Ne? Es ist wirklich. Es sieht anders aus, ja. Es sieht anders aus, genau. Da weißt du jetzt, Sebastian, ob er noch reinkommt oder nicht? Oder? Ich glaube nicht. Also insofern machen wir das ohne Regie. Okay. Und so, lass uns mal kurz noch einen Blick, also neben der Ministerpräsidentinnenkonferenz, die wir dann Montag haben, und den Beschlüssen, die wir, glaube ich, morgen am späten Abend alle mitkriegen, lass uns nochmal so über die nächste Woche sprechen. Also Bundestagswoche, Sitzungswoche, hast du Highlights, auf die du dich besonders freust oder besonders vorbereiten musst? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier Geheimnisse verrate. Also also alles, das ist übrigens meine persönliche Vermutung, du kannst ja mal selber was sagen. Ich durch die Tatsache, diese beiden Landtagswahlen haben, glaube ich, ganz, ganz viel verändert, glaube ich, was unseren Alltag in Berlin angeht, weil wir jetzt zum ersten Mal die Lage haben, es gibt eine Mehrheit ohne CDU. Und ich glaube, das wird das Verhalten in deinen Ausschüssen, in meinen Ausschüssen von den anderen total verändern, glaube ich. Ich glaube, das werden wir schon nächste Woche merken. Ist meine Vermutung, kannst ja mal, da können wir ja nächste Woche drüber reden, wie das war. Also ich vermute jetzt, dass die sich anders verhalten werden und vielleicht auch nicht alle gleich. Das ist meine Vermutung. So, und wir haben jetzt, warum fällt mir das gerade ein? Du fragst mich nach der Woche. Wir werden jetzt nochmal einen Nachtragshaushalt machen. So, ich bin im Haushaltsausschuss und das wird, glaube ich, eine Keilerei, glaube ich. Also nein, weiß ich nicht. Wir werden das immer sehr solidarisch natürlich machen, weil die anderen unionsgeführten Ministerien ja auch ihre Anmeldungen haben und so. Aber das wird... ich glaube, das wird schon einen kleinen Geschmack darauf geben. Wir müssen jetzt ja immer darauf achten. Wir wollen schon den Menschen erklären, warum die im September bitte SPD wählen sollen, warum Olaf Scholz Kanzler werden soll. Aber gleichzeitig muss man jetzt heute natürlich absolut das Krisenmanagement zur Top-Priorität machen. Man kann nicht so sagen, so, wir machen jetzt hier Parteitag, scheißegal, was mit der Pandemie ist. Das darf ja niemals passieren. Und ich glaube, dass das uns jetzt
leichter fällt als den von der Union. Weil jetzt, du siehst ja, wie Söder da durchmarschiert und so weiter, der wird jetzt ja jeden Schritt der CDU in Berlin kommentieren, jeden. Mal gucken. Also wir haben jetzt Nachtragshaushalt, kann ich vielleicht nächste Woche ein paar Zahlen, also das ist natürlich alles wieder krisenorientiert, alles phänomenal viel und so weiter, aber wir versuchen natürlich, die finanziellen, die haushalterischen Voraussetzungen zu schaffen, dass wir wirtschaftlich sozusagen nicht in diese Krise reinsparen. Ja, das ist ja sozusagen, der Finanzbedarf ist ja riesengroß, weil eben die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen dann natürlich enorm sind. Aber das ist das, was ich fordere. Also das ist mein Hauptprojekt in den nächsten Wochen. Das muss auch relativ schnell gehen mit diesem Haushalt, wie man sich vorstellen kann. So, und das ist Fulltime-Job. Deswegen kann ich nicht furchtbar viel mehr berichten. Ich möchte gerne nochmal, weil ich habe nämlich, also wir haben im Finanzausschuss, ich glaube, noch 12 oder 16 Gesetze, die wir irgendwie jetzt quasi beschließen müssen. Ja, wir haben immer super viel. Wir haben jetzt irgendwie, im Moment sieht das so aus, dass wir immer montags, weil wir es nicht mehr auf den Dienstag oder Mittwoch schaffen, dass wir montags immer die Expertenanhörungen haben online, ne, und dann versuchen, das irgendwie am Mittwoch schon in den Ausschuss zu kriegen. Also auch ganz viel, was bei uns jetzt ist, schon als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal, also ne, Finanzmarkt-Integrationsstärkungsgesetz, furchtbarer Begriff, also in Kürze, ne, die Aufsicht soll verbessert werden und auch Möglichkeiten, dann auch der BaFin schneller zu reagieren. Aber ich würde nochmal gerne bei dem Thema Haushalt und Investitionen stehen bleiben, weil ich habe von einem neuen, soll ich das sagen, Business-Magazin speziell für Frauen eine sehr spannende Anfrage bekommen, über dieses Thema auch zu reden. Was ich sehr gerne mache, weil ich es auch sehr spannend finde und es ja auch schon so ein bisschen Grundsätze von Politik, von Haushalt, auch von Volkswirtschaft betrifft. Nämlich, wir geben jetzt sehr, sehr viel Geld aus, sehr, sehr viele Milliarden Geld aus, also mehr. Und du hast eben gesagt, also nicht in eine Krise reinsparen. Dann haben wir natürlich aber auch Diskussionen, die dann eher von der konservativen Seite kommen und vor allem auch von der FDP, was mich ein bisschen verwundert. Die sagen also, wir dürfen jetzt doch nicht zu viel ausgeben, um nicht der Jugend der nächsten Generation noch mehr Schulden aufzubürden. Wie ist deine Haltung? Die allgemeine Schuldenfrage, also die ist, na gut, also das ist ein bisschen, viele versuchen jetzt sozusagen das, was sie schon immer mal sagen wollten, also wofür sie schon immer gestanden haben, jetzt in der Krise auch zu sagen. Übrigens, die SPD ist ja auch nicht frei von, aber die anderen, das ist natürlich Unsinn. Wir sind jetzt in dieser Krise, so. Und da gibt es ehrlich gesagt nicht, egal ob links oder rechts, oben oder unten, blau oder grün, da gibt es nicht so viele Alternativen. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, alle sollen den Gürtel enger schnallen, also wenn wir dieses falsche Bild der Kanzlerin nehmen, die mal dieses Bild von der schwäbischen Hausfrau gepflegt hat, dann ist hier ganz schnell Sense. Ja, ja, der Staat ist keine schwäbische Hausfrau, ne? Sagt genau. Ja über Lothar Binding. Ja, ja. Das ist ein wichtiger, richtiger Satz. So, und deswegen sind sich da auch alle, wirklich im Ergebnis alle einig. Und ich sage dir das, dass es mein für die FDP würde, wenn sie jetzt in der Regierung wäre, wenn es an ihrer Stimme liegen würde, ob sie den Nachtragshaushalt mithaben, wenn die hundertprozentig mitmachen, weil sie nicht verantwortlich dafür sein wollen, dass die größte Volkswirtschaft Europas komplett den Bach runtergeht. Das ja. ist, ich verstehe es, dass die Opposition das sagen muss, weil man nicht einfach sagen kann, wir finden das alles super, was die Regierung macht. Weil es eben in solchen schweren Krisen ist, das schwierig für die Opposition noch Profil zu wahren. Aber in den Details kann man übrigens unterschiedlicher Meinung sein. Aber die grundsätzliche Linie, wir gehen jetzt in eine Phase, wo wir versuchen, Zeit zu gewinnen über eine Krise, damit wir danach aus der Krise mit Wirtschaftswachstum, das ist jetzt nur die wirtschaftliche Perspektive, es gibt auch noch eine kulturelle, es gibt noch eine psychologische, es gibt noch eine gesundheitspolitische Perspektive, wollte ich nur mal am Rande sagen. Ja, du kannst jetzt ja nicht sparen, die Leute sterben. Also das geht, ist ja überhaupt keine Option. Ist das der richtige Weg? Das sagen auch alle. Also mein Maßstab sind die super hardcore Fiskalkonservativen der CDU. Also die wirklich
die ganz, also die schon Probleme hatten mit Artikel 115, dass es da überhaupt eine Öffnungsklausel für Schuldenbremse gibt. Wenn die das mitmachen, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen das jetzt machen. Also wir müssen das machen. Das ist jetzt nicht sowas wie, das ist nice to have, sondern sonst haben wir richtig große Probleme und wir können dankbar sein, dass wir, dass die Bundesrepublik Deutschland und auch einige Bundesländer in der Lage sind, sich so zu rekapitalisieren an den Finanzmärkten. Sonst würden hier ganz schnell die Lichter ausgehen. Also nee, wir müssen nachher irgendwann darüber reden, sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Gehen wir zurück auf die normale Schuldenbremse? Soll die reformiert werden? Soll die und so weiter? Alles, die ganzen Debatten, die wir vorhaben, aber nicht während die Hütte brennt. Und wir haben diese Krise immer noch. Also das ist der völlig falsche Zeitpunkt. Und ehrlich, wenn wir im September keine Bundestagswahl hätten, dann würde jetzt nichts von dem, dann würde keiner das sagen. Das ist nur der Wahl geschuldet. Deswegen nehme ich das unseren lieben Kolleginnen und Kollegen von der FDP echt ein bisschen übel. Das ist echt falsches Timing gerade. Ja, lustig. Ich habe mich auch so ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil die Diskussion hatte ich vor 4 Jahren, also Bundestagswahlkampf vor 4 Jahren, viele Podiumsdiskussionen schon genauso. Damals aber auch noch ganz stark von den CDU-Kollegen. Also ne, wir dürfen jetzt nicht so viel Schulden machen zu Lasten irgendwie der nächsten Generation etc. Also will jetzt gar nicht mich schon festlegen bezüglich Schuldenbremse etc., aber also nicht zu investieren ist der falscheste Weg. Und wie du ja schon gesagt hast, wir investieren ja auch gerade in Hamburg jetzt vor allem in Projekte, die dann Wachstum generieren sollen. Also ne, wenn wir diese Projekte jetzt einfach stoppen würden, dann hätten wir überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil. Also auch perspektivisch gedacht muss ich jetzt in Wachstum investieren, der sich dann in 4, 5, 6 Jahren irgendwie auszahlt. Und glücklicherweise sind wir in der Lage, dass wir das in Deutschland können. Klar, aber wir werden jetzt auch keinen Freifahrtschein geben, dass es für die nächsten 10 Jahre so weitergeht. Also, ja. Ne, hat ja auch Olaf Scholz genauso gesagt. Und insofern, ja, bin ich auch also gespannt, wie dann. Woran mich das erinnert, wie spät ist es eigentlich? Mich erinnert das an die Finanzkrise 2008, 2009. So, da waren wir, da war Olaf Arbeitsminister. So, und im Nachhinein sagen jetzt ja alle, sagen ja, was für ein tolles Instrument die Kurzarbeit. Kurzarbeit, ja. So. Mhm. Also erstens, ihr habt recht, die das sagen, ja, ihr habt total recht. Jetzt könnt ihr auch SPD wählen, damit dieser Mann, der das richtig gemacht hat in der Krise, Kanzler wird. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, und das vergessen die alle, auch die Kollegen in der FDP, und ich sage Ihnen das jedes Mal in der Sitzungswoche, damals waren die alle dagegen. Die haben alle gesagt, wir können uns das doch nicht leisten, 6 Monate Kurzarbeitergeld zu zahlen. Wir können uns das nicht leisten, 12 Monate. Da muss man ja einen Riesenzuschuss an die BA machen. Wer soll denn das alles bezahlen? Die haben genau so geredet. Und das hat Olaf einfach in seiner unnachahmlichen Art, wie soll ich sagen, wir machen das jetzt so. Also das war, glaube ich, keine lange Diskussion. Wir machen das so. Einfach durchgesetzt. Und dass man die Leute, wenn es nach denen gegangen wäre, damals, wäre das nicht passiert. Und weißt du was? Und dann ist meine Überzeugung, dass aus dieser Krise wären wir niemals so hervorgehen. Also so mit so einem wirtschaftlichen Wumms, auch im Übrigen kann man sich ja im europäischen Ausland angucken, wo das nicht so gelaufen ist, dass wir da so rausgekommen sind. Also dieser Satz von der schwäbischen Hausfrau von Frau Merkel, ja, das ist vielleicht einer der schlimmsten, falschesten Sätze, die je in der deutschen Politik genannt wurden. Also der ist wirklich ganz, ganz falsch. Und ich sage mal, Gott sei Dank war Olaf damals da und Gott sei Dank sind wir jetzt in der Regierung. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen würden, wenn jetzt Jamaika wäre. Ehrlich, das ist kein Wahlkampfgetöse. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kraft gefunden hätten, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Absolut. Ob die Kraft hätten, 3 Nachtragshaushalte zu machen, ob die Kraft gehabt hätten, das Kurzarbeitergeld über viele Monate zu verlängern. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht ganz, ganz schlimm geendet wäre. Also Gott sei Dank sind wir da in der Regierung in dieser speziellen Krise. Das war doch mal mein Wort zum Sonntag. Eigentlich wunderbar, schönes Wort zum Sonntag. Wir sind ja auch schon fast am Schluss. Also, wir hatten heute leider nicht die Möglichkeit, weil uns unsere Regie fehlt, auf eure Kommentare oder Fragen einzugehen. Aber alle, die dabei waren, nochmal herzlich gegrüßt. Ihr seht, auch bei uns läuft nicht immer alles glatt. Das ist jetzt live und insofern nächstes Mal kommen wir also nächsten Sonntag mit anderen spannenden Themen und dann wieder mit funktionierender Technik. Metin, was steht bei dir noch auf dem Programm heute?
Ich sehe gerade, wir haben hier noch einige Kommentare. Ich beantworte die nachher, wenn wir durch sind. Ich mache heute Fragen. Heute gibt es keinen politischen Termin bei mir. Der Sonntagnachmittag ist wirklich. Leider ist das Wetter jetzt nicht so Bombe, aber ich werde wahrscheinlich einfach nur eine Runde spazieren gehen und werde ein bisschen das Übliche, ne, Klamotten packen für die Sitzungswoche. Aber ansonsten habe ich heute wirklich, ich mache jetzt hier aus und dann ist der Rest des Tages freie Zeit, ja, ein freier Sonntag. Ich freue mich. Sehr gut. Also wir gucken uns die Kommentare gleich nochmal an, so ein bisschen zur Erläuterung. Also unser Sebastian schickt die uns immer nebenbei zu, weil wir sind hier quasi über mehrere Rechner verbandelt und streamen das live über 3 Kanäle. Deswegen brauchen wir immer so ein bisschen Unterstützung. Insofern antworten wir gerne noch auf euch. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag nach Wilhelmsburg. Bei uns hat es hier gerade schon mal wieder so ein bisschen geschneit. Also, was? Ja, also ich bin nicht auf einem anderen Planeten. Ne? Also gestern war Bombe-Tag. Es war ziemlich kalt, aber es war ganz wunderbares Wetter. Und heute war schon wieder so ein bisschen Schneegrissel. Naja, Frühling, ne? Auch dieses Jahr alles anders. Also, komm gut nach Berlin nächste Woche und dann sehen wir uns hier wieder. Wir sehen uns. Und dann zeigst du die neuen Plakate nächste Woche. Ich freue mich drauf. Das machen wir. Super. Metin, bis dahin. Tschüss an alle. Ciao. So, jetzt müssen wir hier irgendwie raus.